Die Hicketwälder. Ja, Chat, was glaubt ihr, wer da jetzt in den Pool geschwommen ist? Hat. Boah, ist. Wer schwamm da? Schreibt's mal bitte kurz hin, irgendwie. Also, wir sind uns jetzt hier gerade so ein bisschen uneins. Fuck! Oh nein. Oh, war nicht allein. Ich könnte echt kotzen. Hat der ein Batman-Zeichen auf der Brust? So, der hat ein Batman-Zeichen auf der Brust. Fuck. Wie cool ist das denn? Mal kurz gefragt. Dieses Flüstern von dem Namen her immer. Ja. Kennst du auch bestimmt die von der Mythik, von der Seefahrt? Ja, das mit den Sirenen? Genau. Ist das auch so eine Art? So, weil Dylan hatte doch vorhin auch seinen Namen gehört und ist doch wie angezogen, wie so eine Art Zombie quasi direkt da in die Richtung gelaufen und wurde dann von Ryan ja nur angequatscht und so, ja, ich habe gerade meinen Namen gehört und bin woanders hingegangen. Meinst du, dass es vielleicht damit so ein bisschen zusammenhängt? Na, ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt mit der griechischen Mythologie der Sirenen zu tun hat, aber die Wirkung kann eine ähnliche sein. Also klar, wenn ich halt irgendwo im Wald höre, irgendwie wie irgendeiner sagt, Benny. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich sowas hören würde, ich würde mir A sofort einscheißen und ich würde so schnell rennen, wie ich könnte, also 2 Meter, und dann wäre ich außer Atem, aber ich würde rennen. Ich bin ehrlich. Hallo? Und ist auch cool. Könnte man sich mal wirklich mal so die Gesichtspartie so ein bisschen angucken. Schau dir das mal an. Das sieht schon mega aus. Okay. Alter, das muss richtig wehtan haben, ihr Scheuer da hinten am Rücken. Oh. Oh ja. Ist die Frage, von wo sind wir denn gekommen? Also da sollen wir wahrscheinlich hin. Oder sollen wir hier hin? Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal ganz kurz nochmal gucken gehen, weil letztes Mal sind wir ja auch zurückgegangen mit Emma. Okay, wir können nicht zurückgehen. Gut, die Frage hat sich erledigt. Liebe Damen unter den Zuschauern, jetzt bekommt ihr auch ein bisschen was, ja? Davor war es halt Emma, die halt leicht bekleidet rumgelaufen ist. Jetzt bekommt ihr Jake als Ausgleich dafür in Unterhose und Batman-Zeichen auf der Brust. Ja, hier, guck mal, wir können das Batman-Zeichen ja nochmal kurz zeigen. Oh, schau dir das Batman-Zeichen auf der Brust. Also, ich sehe da ein Batman-Zeichen. Ich weiß nicht, wie wirklich das ist. Ich sehe da ein Batman-Zeichen irgendwie. Ey, das ist nicht sarkastisch gemeint, sondern das sieht wirklich aus wie ein Batman-Zeichen. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich mich gerade kurz erschrocken von diesem kleinen Mini-Ästchen da. Oh Gott. So weit ist es schon. Emran schreibt gerade irgendwie, das Blut ist relativ schlecht gemacht, das an der Stirn spiegelt. Da will man echt nicht fallen. Ja, kann man ganz kurz nochmal uns nicht bewegen, aber du noch ganz kurz mal auf die Sicht gehen. Ja, fandest du das so schlecht gemacht? Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob er das Blut meint oder ob er einfach meine Facecam meint, weil ich fange mich richtig an zu schwitzen, weil es spiegelt, meine Stirn spiegelt gerade heftig. Das Blut ist relativ schlecht gemacht, schreibt er. Ja, es alles ist, gut. Ich weiß es ist alles. An der Stirn gespiegelt. Ja, guck mal hier, ich bin auch gespiegelt da. Ja, leuchtet alles. Nee, aber ich jetzt versteckt das erstmal. Jetzt. Muss man nochmal gucken, irgendwie, ob er nochmal in die Optik geht. Was ist denn das gerade für. Ja, also, was war denn das für ein Spiegel in der Mitte? Ach so. Ja, wenn das natürlich der Fall ist, das ist dann halt so ein bisschen. Das ist dann schade. Spiegeln ist immer so ein bisschen unschöner Effekt, irgendwie. Verstehe ich, was er meint mit gespiegelt, okay. Altes Adlerauge, du. Ja, wirklich? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, das ist mir schon klar, wenn der Typ nur in Unterhose da rumrennt, dass du nicht auf das Blut in mir Sicht kickst. Ich wollte mir das Batman-Zeichen angucken. Ja, komm! Hör auf! Mist, verdammt. So. Was war jetzt gerade Mist, verdammt? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, verdammt. Ja, irgendwie hat ihm wahrscheinlich die Fuge da unten nicht gefallen. Wie die Bretter verlegt sind. Ist er nicht mit einverstanden gewesen, der alte Schreiner. Dann gucken wir nochmal, was können wir denn hier noch? Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Oh ja, hier gibt es noch eine kleine. Was ist das? Kamera. Ist ja Kamera. Zack. War Digitalkamera von? Von Hotkey. Ja, ist mal ein bisschen am Fokus fummeln irgendwie, klar. Beweis sie sammeln, Speicherkarte. Schön, schön. Oh, vielleicht mal eine große Speicherkarte. Ja, vielleicht. Schalaska. Na geil, Alter. Ist halt normale Reaktion. Du findest eine Spielreflexkamera für einen Wert von 2000 Euro. Nix, jo.
nimmst die Speicherkarte raus für 15 Euro, packst die Kamera wieder weg. Ah, okay. Cool. Geile MMC-Speicherkarte. Volltreffer, Mann. Ja, mal, Alter. Ach, Jake. Der sieht doch echt geölt aus, als der wird einfach wegflutschen, wenn man ihn greift. Ja, wahrscheinlich. Oh, hier, hallo, Karte. Die Gerechtigkeit. Was haben wir da? Gerechtigkeit, Auge um Auge, nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Ursache, Wirkung. Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Ja, für wahr trifft das auf sehr viel im Leben zu, irgendwie. Ja. Aber übrigens, dass der ganze Körper so glänzt, ist Absicht, ne? Der hat sich vorher eingeölt, damit er einfach so im Falle eines Falls ganz schnell wegflutschen kann. Ja. Ja, tatsächlich ist das halt. Das ist wirklich aber krass. Naja, ich sag mal so, also ist halt so Stress, Schweiß ist halt. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt mal so durchgehen lassen. Ne? Wenn er irgendwo eine Plastikbahn findet, kann er ja so hingleiten, so irgendwie. Hey! Was ist das hier? Warum kann ich hier so. Nee, doch nicht. Kannst du nicht durch. Oh, ist aber geil, kickt um die Ecke rum. Ja, einfach schön dusselig gucken und grimmig um die Ecke schauen, irgendwie beim Umdrehen. Ach, schade, ich dachte, ich kann da hinten so ein bisschen lang oder da gibt es vielleicht noch so ein kleines verstecktes Objekt. Aber nee, leider nicht. Gut, dann gehen wir mal zum. Aussichtsturm oder was ist das? Ja, das sieht so aus, ne? Ah, da ist auch schon wieder so eine Art Seilbahn. Wenn das Schweiß ist, Alter, ist er fetter im Schwitzen. Ja? Merk wahrscheinlich aber auch. Merk auch. Aber ihr müsst keine Angst haben. Es ist Batman. Verdammter Scheiß! Das war ein sehr männlicher Schrei, muss ich sagen, von ihm. Erfreut! Ich freue mich, okay. Ich freue mich. Oh mein Gott, Emma. Oh mein Gott. Ich bin froh, dich zu sehen. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Na, Unrecht hat sie nicht. Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Wieso? Wir sind verbunden. Froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Ja. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie viele Bären gibt's denn hier, bitte? Dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Ach, das aus ihrem Munde. Ja, da bin ich defensiv und sage, ich versuche uns zu retten. Ist das, aber das Blut ist nicht spiegelt. Ich versuche uns zu retten. Ich bin ganz gut allein klargekommen. Was? Ich kann mich selbst retten, Mann. Ich werde mich nicht Hals über Kopf in dich verlieben, nur weil du den Prinzen spielst. Weißt du, ich wäre nicht überrascht, wenn du hinter allem steckst. Oh mein Gott, was? Okay. Okay, ist einfach losgerannt. Jetzt kommen wir bestimmt gleich wieder Quick Times. Ah, jetzt sind alle barfuß. Ah, sieht schon heftig aus. So ein bisschen wie ein Ork.
LOL! Sorry! Okay. Mich würde es jetzt übrigens nicht wundern, wenn er nicht weiter verfolgt werden würde. So, verstecken wir darin. Verstecken wir darin. Ja, verstecken. In der Hoffnung, dass wir ihr irgendwie noch helfen können, weil jetzt wegrennen sind wir ganz weg. Okay. Würde ich mich einnässen dabei. Oh ja. Mal ganz seicht ausgedrückt. Ah, barfuß. Jetzt rennt er ja doch weg. Oh, shit. Ach, was ist denn das? Nein, 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 wir gehen nicht nach links. Also von dir aus. Oh Gott, da sind ja überall Fallen. Überall Bärenfallen. Oh, scheiße. Mann, nicht, pass auf, wo du. Nicht. Ah! Oh! Fuck! Scheiße! Oh Gott, was sind das für Auswahlmöglichkeiten? Ja, rausziehen oder loseisen? Naja, rausziehen. Loseisen. Ja, loseisen irgendwie. Meine ich damit losreißen oder loseisen in Form von aufmachen und Fuß rausnehmen? Also ich würde jetzt rausziehen eher mit Falle öffnen und Fuß rausnehmen irgendwie assoziieren als loseisen. Loseisen klingt sehr ruppig. Okay. Los. Okay, dann sagst du rausziehen. Oder stopp, was sagt der Chat? Ja. Was sagt der Chat? Loseisen oder rausziehen? Was klingt für euch weniger nach massiver, traumatischer Verletzung des Fußgelenks? Ich will auch den Kommentar. So ganz leise auf einmal macht das in der Hose. Ja, das. Loseisen ist, glaube ich, eher aufmachen als rausziehen. Okay. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass rausziehen wirklich ohne es vorher zu öffnen einfach ist und Loseisen wirklich das Öffnen beinhaltet. Okay, gut, wir haben jetzt mehrmals Loseisen. Loseisen. Okay. Dann. Loseisen. Stevie wurde bestimmt sehr gut, Freunde. Oh, fuck. Shit. Okay. Wir kriegen es alleine anscheinend nicht hin. Ja, da ist ja ein schön Spannung auf so einer Bärenfalle drauf. Irgendwie das. Man denkt halt immer, man kann das so easy peasy aufmachen, aber... Heide Witzka! Lenz, du alter Hendrickson, warum? Aua! Ah, oh, Caitlin, Camphütten. Wer schwimmt denn da jetzt? Ja, dann kann das nicht Jack sein. Also Jacob, mein... Wer ist das? War das die Frau, die wir vorhin gesehen haben mit der Waffe, mit der Augenklappe? Ich glaub nicht. Guten Morgen, Kalimera. Mitfühlen, alles klar. Vernünftig. Sollen wir was tun? Nee, die mit dem Typen, ach so, die hatte lange Haare. Die bin ich ja. Nee, wir sind aber vernünftig. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Okay, jetzt wissen wir, wer das ist. Ja. Oh. Dachte ich auch. Oh. Oh Gott. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick. Du riechst so gut. Lol, was ist mit ihm verkehrt? Du musst halt einen Rammstein-Song einschreiten. Auf jeden Fall. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Oh, der Blick, ey, alleine schon. Nimm mal die Waffe und... Was ist los mit ihm? Achso, wir haben ja gar keine Waffe mehr. Nick, was ist... Ich will dich schmecken. Hey. Lass sie doch mal los, ey. Komm her. Oh, Nick, was soll das? Ist ein Problem. Lass das. Pass auf. Ich meine es ernst.
Ja, genau richtig reagiert. Nick? Ach, guck mal, dürfen also nicht nass werden. Wie Gremlins. Alles okay. Nick helfen, Abby trösten. Abby trösten. Nick hat verkackt. Da hast du eigentlich recht. Hast du eigentlich recht. Hey, hey, ist okay. Schon okay. Was habe ich getan? Ja, genau, welcher Twist. Hey, Junge, richtig. Ich weiß nicht. Pass dir nicht an! Er ist so kalt. Okay, also, bringen wir ihn ins Pool. Nachts aus dem Pool. Er ist so kalt. Wie, lassen Sie ihn jetzt am Pool liegen? Im Runtime Cut. Ich hab's, das sind alte Gremlins, die zu lange am Uran standen. Ja, wahrscheinlich. Fuck. Tut mir leid. Aber ich glaube, ihm ist nicht mehr zu helfen. Ich glaube auch. Dem Nick leider. Oder um jetzt mal eine kleine Herr der Ringe Hommage zu bringen. Es sind Gremlins, also die mit Bilvis-Menschen gekreuzt worden sind. Doktor. Von Saruman. Kriegen sie noch eine weiße Hand und dann geht's ab. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Waren das Schmerztabletten? Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Also Schlaftabletten. Oh, cool. So Abführmittel, so klar, cool. Danke, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt. Nicht nur deswegen haben wir. Ja. Habt ihr das Handy und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist? Haben wir schon. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Und wir schauen Abby, gell? Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwas finden will, was das für ihn bequemer macht. Doch, ein Stein. Ja, ich bin halt sehr drastisch, aber das ist halt tatsächlich irgendwie. Und da bringe ich auch wieder die Zombies ins Spiel. Zombies, nicht Zombie. Es bringt doch nichts. Es bringt nichts, jetzt da. Er ist nicht mehr der Mensch. Vorbei. Ach du Scheiße. Sehr hochgradig verstörender Shit. Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Ja. Er wird irgendwann anfangen, alle zu attackieren und es wird Verletzte und Tote geben. Niemand gewinnt. Also, ab mit dem Kopf! Kann ich hier rein? Oh Gott, hier kann ich auch noch rein, weil ich würde doch gerade. Das ist eine wunderschöne Sackgasse. Ist das eine Dusche, ja, ne? Ja. Scheint so. Ist das hier? Guter Wasserdruck. Oh, hier kann man nur so ein bisschen gucken, okay. Hier gibt es nämlich weiter so nicht Türen, aber ich sehe die Eingänge nicht. Es ist immer so ein Blindflug. Ganz kurz davor. Das ist aber äußerst die Räume hier duschen irgendwie, wenn man sich das mal so anguckt. Also wenn es Einzelduschen sind, auf jeden Fall. Ich kenne sonst Mannschaftsduschen so, ne? So vom Fußballverein, Bundeswehr. Oh, Le Moon. Tarotkarte gefunden, der Mond. Der Mond, wie passend, gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Geh geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Tja, wie kann man denn hier vor? Man kann auch hier nicht vorplanen. Man kann doch hier nur reagieren. Ich finde das auch schön. Komm, sei doch nicht so, mitfühlend. Ein weicher Stein. Also, ich lass mich noch auf einen flachen Stein ein. Aber dann ist Schluss. Was ist das Maximum? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich meine, überlegt mal, ihr werdet in dieser Situation. Ihr wisst, okay, also mal angenommen immer, man weiß darum, was passiert. Ihr wisst, der Typ wird sich verwandeln und andere angreifen oder andere töten. Wie verhält man sich denn? Ich meine, klar ist das halt dein Kumpel, den du da irgendwie Anfang des Sommers kennengelernt hast. Naja, komm, du hast, aber man ist auch so ein bisschen, ne, verliebt, so, man hat sich schon so ein bisschen verguckt. Ja, nachdem er gerade so, oh, du riechst so gut, ich will dich schmecken, da wäre doch bei mir schon mal erstmal, aber mein Freund, willkommen in der Freundeszone. Ist doch mal vorbei, Alter. Aber, ohne Wenn und Aber. Guck mal, Hinweis. Ein Camperfoto. Ach Gott, ach guck mal, da ist er.
Eine neue Stickgeschichte des Camps. Stimmt. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hackerts Kindern, Caleb und Kaylee. Ach. Hm? Tja. Aber wir haben hier nichts gefunden, was es ihnen bequemer macht. Also gehen wir hier weiter. Ah, ich sehe. Amron ist auf meiner Seite. Ja. Dann würde der Stein auf den Kopf und nicht unter den Kopf kommen. Na, da haben sich jetzt zwei gefunden. Also naja, man ist doch aber so, man will doch auch die anderen retten. Irgendwie. Ja. Man muss, hm? Denk doch ich, mal an die Kinder. Denk doch an die Kinder. Ich weiß nicht, ich kann mich noch dran erinnern, wie unsere Meinungen auseinandergegangen sind bei Dying Light. Bei dem Ende. Ja, ja. Ist nicht auf dem Kanal, wird man auch nirgendwo sehen, bin ich ehrlich. Aber wir beide sind komplett unterschiedliche Wege gegangen am Ende. Ja, ich sag's mal so, Benny Nein, hat nachher nicht den Ring in den Schicksalsberg geschmissen. Wir geben keine Informationen weiter raus, wir sagen einfach nur, wir haben uns unterschiedlich entschieden. Ach, ja, ja. Ja? Da hast du recht. Ja, deswegen ist es halt so schön, deswegen macht ja das Spiel mit Benny auch gerade bei solchen Spielen so viel Spaß, weil Benny halt einen anderen moralischen Kompass hat als ich. Ja. Oder, also generell, als mitfühlende Menschen. Und ich muss sagen, ich habe mich, weil es so dunkel ist, gefühlt. Also okay, hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade verlaufen. Weil du hast dich in der Dusche verlaufen, achte nur auf die Seife. Das ist die einzige Regel, die ich für dich in der Dusche habe. Achte auf die Seife. So, ich habe aber leider nichts gefunden. Kein Stein, kein flachen Stein, kein weichen Stein und auch sonst was, was steinähnlich ist. Leider. Aber guck mal. Wir machen es ein bisschen wärmer. Ja. Reagiert er jetzt auf Wasser oder reagiert er auf Kälte? Dieser Virus in ihm. Ich würde sagen, auf Wasser eigentlich, auf Feuchtigkeit. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Mhm. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Huh. Oh, Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Echt? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Ja, dann nimm doch die wärmende Lampe wieder weg. Ah, ja, Emran schreibt auch gerade so. Ja, so oft wird ein Arschloch von dem Tode gerettet und der bekommt trotzdem Gnade. Also wirklich. Ja, Gnade ist grundsätzlich eine gute Sache irgendwie. Na klar. In dem Falle, finde ich, ist es jetzt ein bisschen spezieller irgendwie, weil er eine potente Bedrohung für alle anderen ist. Ne? Irgendwie. Also eine akute Bedrohung für alle anderen. So. Ruhig, aggressiv. Na? Was hat er jetzt probiert? Wollte er uns jetzt küssen? Oder was? Nee, das nicht. Nee. Möchte unsere gemeinsame... Was? Ich mochte unsere gemeinsame Zeit. Ich weiß nicht, was das werden soll. Naja, okay, wir reden ihm noch zu. Okay, mach ruhig. Ich mochte unsere gemeinsame Zeit. Okay. Nick. Denk den Stein! Sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. So ein... Ist so... Jetzt rastet er wieder aus, oder was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby. Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Was ist Photosynthese? Warum hast du mich, Abby? Oh, er tickt jetzt aus. Oh. Angespannt, du bist anders. Da wollen wir jetzt auch nicht mehr. Nick, kannst du nicht beruhigen. Du bist anders. Nein.
Nur Nick. Nur der Fick dich, Nick. Was soll das? Selbst jetzt, Abby. Selbst jetzt bin ich dir egal. Nein, ich... Aber was rafft der denn nicht? Naja, das ist... Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen, Abby. Ach Gott, Stopp. Geh weg von... Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Lol! Wow, Abby! Abby, alles okay? Scheiße. Und ich sag noch, holt den Stein! Und ich sag noch, holt den scheiß Stein! Eieiei, jetzt ist aber Psycho! Psychonik. Ach du Scheiße. Na? Wegknallen! Wegrotzen! Headshot! Sofort! Wegrotzen! Ich hab nur das gemacht, was der Stevie von mir wollte. Ich hab Headshot gesagt! Headshot hat er gesagt, Ben! Ich wollte keinen Warnschuss! Oh, das Problem ist... Okay! Oh, joi. Nimm das Gewehr sofort wieder. Lol, was... Was? Okay. Hat er sich gerade von seiner Haut getrennt? Ja, er ist gerade quasi geschlüpft. Aus sich selbst raus. What? Alter, was für ein abgedrehter Shit ist das denn? Oh, Emma, kämpf Feuerstelle. Oh. Wo sind denn alle? Ja, sie kommt verspätet an. Und ist ja auch alleine, weil Jack ist ja nicht da. Aber sie scheint überlebt zu haben, ne? Das stimmt. Und hat mich auch gerade. Ihren Sturz. Da war ja zum Glück nicht so hoch. Ach, da ist ja noch Bier. Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison mach doch mal die Augen Lagerfeuer auf. Feiern ja, würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. In die Lodge. Okay, dann gehen wir mal. Eine Fackel mit. Was ist das? Knaller und Feuerzeug. Nur eins übrig. Das ist eigentlich ganz gut zur Ablenkung. Ja, aber nass. Ob die immer noch funktionieren? Gute Frage. Oh, dann haben wir noch eine Postkarte. Ryans Gruselmärchen. Ein Gruselmärchen? Ich wusste gar nicht, dass sie den Kids solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Ja, die hört dazu, ne? Bei so einem Sommercamp am Lagerfeuer, ne? Die Gruselgeschichten. Ist ja eigentlich obligatorisch. Oder auch Nachtwanderung. Hab ich geliebt. Brief eines Kindes. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und den Brief nicht abgeschickt. Gruselstories sind eben einfach nur erfunden. Ach, kann ich hier auch noch reinklicken? Ich weiß was nicht. Was ist denn das? Der Brief passt zur Zeichnung im Poolhaus, aber wieso wurde er zerrissen? Vielleicht ist an der Gruselstory doch etwas Wahres dran. Ach krass, müssen wir jetzt alle irgendwie noch miteinander... Das kann ich nicht anklicken. Oder? Das ja, ist ja mal... Guck mal, weil hier? Ja. Diese Zeichnung passt zu dem Brief an der Feuerstelle. Kinder haben wirklich gruselige Fantasien. Ah, dass wir... Okay, verstehe. Mhm. Also wir müssen dann immer so manche Puzzle-Sachen zusammenpacken und dann Kombinieren. Kannst du die... Genau. Quasi. Oho. Okay, gut. Da haben wir uns jetzt hier das Kämmchen angeguckt und wir sollen ja jetzt in die Lodge. Das Feuer sieht auch geil aus.
Mhm. Ach, das, ihr könnt so lange im Feuer starren. Ach, so ein Kamin oder so ein Lagerfeuer ist schon was Schönes. Ja, so ein Neandertaler TV. Ich stehe drauf, ich find's gut. Amon, viel Spaß bei Stranger Things. See you next time. Hier ist es nicht sicher. Ja, hier ist es nicht sicher. Hinter dir ist irgendwas. Vor allem würde mich mal interessieren, wie viel gibt es von diesen Kreaturen? Oh, ich würde sagen, immer wenn wir irgendwie Infos bekommen, dass irgendwer verschwunden ist oder so, würde ich sagen, die sind alle so eine Figuren geworden. So eine Viecher. So eine Monsters. Oha. Also wie ich jetzt sehe, hätte ich jetzt hier wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Ich gehe diesen Weg da hoch. Mhm. Oder ich gehe diesen Weg da rechts lang. Tja. Mhm. Da würde ich sagen, lassen wir den Chat entscheiden. Links oder rechts? Sollen wir nach oben gehen, nach links ins vermeintlich sichere oder rechts ins düster gefährliche? Wobei links nicht automatisch heißt sicher. Ja, das stimmt. Also hier geht's ja dann so nach oben. Nach oben! Wie sicher? Nach oben! Nach oben. Okay. Okay. Liegen auch überall Marshmallows auf dem Boden rum? Das sah gerade wirklich so aus. Wie findest du Marshmallows? Ich habe letztens zum ersten Mal wirklich Marshmallows vom Feuer essen. Das ist ja überhaupt ja nicht meins, wa? Nee, das ist die wahrscheinlich so, zu süß oder so, ne? Ja, so süß und zu klebrig alles. Irgendwie dieser, ja, dieser kandierte Zucker, das ist ja Wahnsinn. Irgendwie, das ist ja... Na, ist, glaube ich, es gibt auch... Also ich habe mal auch Marshmallows am Lagerfeuer und haben mir am Anfang auch nicht geschmeckt, aber es gibt so einen ganz... So einen ganz kleinen Zustand vom also ist wirklich so ein Hauch. Da sind die richtig lecker. Muss ich wirklich sagen, aber das ist, das habe ich selbst nie hinbekommen. Das hat immer ein Kumpel für mich gemacht. Was ist das Schwein? Ohne Kopf. Ohne Kopf, Schweini. Stimmt, das war ja. Hat auf so einem Pfahl aufgespießt war, ne? Kann das sein? Flupp. Genau. Wenn wir jetzt hier uns irgendwie noch. Im Kakao? Marshmallows im Kakao? Wirklich? Okay. Ja, auch klassisch amerikanisch eigentlich, ne? Sieht man tatsächlich irgendwie immer so in den Weihnachtsfilmen. Ja. Aber das habe ich selber leider noch nicht probiert, aber das wäre vielleicht mal so. Aber für mich ist das... Oh, was ist denn da hinten? Ja, ich hab's gesehen. Da ist etwas nach oben gegangen. Nach oben, oh nein. Oh nein. Sollen wir immer noch nach oben? Naja, ja klar, natürlich. Wir haben den Weg eingeschlagen. Okay. Und ich muss tatsächlich sagen, irgendwie, ich find's halt wirklich... Ich find's halt echt krass, dass irgendwann wirklich der Punkt gekommen ist, wo du halt im Spiel auf Taschenlampen verzichtest und wirklich mit Handys alles jetzt erleuchtest. Ne, was halt tatsächlich viel zeitnah eigentlich ist, ne? Ja. Finde ich schon, ich find's halt einfach interessant irgendwie, also weil das so eine Mikroevolution innerhalb eines, also innerhalb der Spielgeschichte eigentlich ist, ne? Irgendwie die klassische, früher hast du noch ein Feuerzeug gefunden, eine Kerze. Ja, dann wurde irgendwann eine Taschenlampe. Jetzt ist halt das Handy, was das beleuchtet irgendwie. Okay. Find sowas halt immer recht, recht witzig, wie sich sowas evolutioniert. So evolved, wisst ihr? Benny. Oh, geil. Ja, es gibt ja auch ab und zu noch so die, mit Kameras, ne? Also, hier mit so Nachtsichtkameras, wie bei Blair Witch. Genau, so das ist ja wieder so ein ganz eigene klassische Genre irgendwie. Ne? Aber ich meine ja. Jetzt so eine, also das ist ja meistens Ego-Perspektive mit diesen Kameras und stimmt, ja. mit externer Beleuchtung wie Taschenlampe, Feuerzeug oder Handy hast du ja meistens eher Third Person, wie auch hier. Ist okay, jetzt sind wir hier oben, aber ich habe ein bisschen Schiss. Wovor? Also, dass wir... Wovor ist eigentlich eine blöde Frage, aber... Ich dachte jetzt hier bei diesen Reflexionen, die ich ab und zu mal gesehen habe, dass da jemand... Nicht, lass es sein. Nur ein Biss und du hast das dann passiert. Ja, was ist denen ihre Intention? Oh, sie haben ihn. Sie haben tatsächlich einen gefunden. Ich hab das noch nie gemacht, Pa. Okay. Tja, Machete? Oh nein.
Oh nein. Ich würde nicht weglaufen. Dann bleib stehen. Weil dort machen wir, ne, machen wir uns hier bemerkbar. Diese Scheiß-Kills. So, was? LOL. Hey, stopp. Wehr dich nicht. Los, die Spritze. Ist sie gebissen? Ha. Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Ja. Also wenn die Leute ihr helfen wollen, dann sollten sie auch mal kurz eine Erklärung abgeben. Ja, ja, das ist halt schon auch sehr suspekt. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Boah, ich weiß nicht, ob das so clever war. Na, wir können uns aber nicht dagegen erwehren, ne? Es sei denn, wir hätten die Knaller nicht mitgenommen. Ryan? Abby? Oh, schrei doch nicht so rum. Also ich meine, sie weiß es ja nicht besser, aber... Sicher? Ja. Abby? Abby? Abigail? Ryan? Nick? Der Junge fragt gerade, wisst ihr, was das für Spritzen sind? Nee, tatsächlich wissen wir es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich würde es jetzt mal als Gegengift irgendwie aufgrund seiner Aussage irgendwie bedeuten. Was natürlich auch am Anfang irgendwie die Spritze, die der Cop irgendwie der Laura gesetzt hat, auch wieder in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Wissen tun wir nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt. Oh nein. Jetzt macht sie ein Nickerchen. Du mach ein bisschen Bubu machen. Jetzt sag grad so klassisch auf der Rücksitzbank. Horror-Klischee. Ja, okay, so ist er Tote wirklich. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Hm, ich verstehe das nicht. Es war Notwehr. Ja, komm, ja, beruhigt. Beruhigt mal die Damen. Abby, bisschen. Er wollte dir wehtun. Das war reine Notwehr. Das kann. Das kann man nicht wissen. Ach, ich schon. Also wirklich. Nein. Man muss sich jetzt nicht unnötig geißeln, irgendwie. Doch, du oder er. Und das war definitiv nicht er. Das stimmt. Mann, was für ein Scheiß. Hey! Who's knocking? Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Misstrauisch, wer ist da? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Nein, ist Laura. Wer bist du? Echt? Ich heiße Laura Kearney. LOL. Und? Jetzt lass mich rein, hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Hätte ich nicht gedacht. Ihre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Diskutiert nicht so lange, lass sie rein jetzt. Du warst doch vorgesehen für, es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser, wie hieß er? Ja, Max Horror. Ja, Max, ja, ja, genau. Max Horror, ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Hier drin. Oh, hat er wenigstens nochmal gesagt, hier drin. Ja, ich trau hier nicht. Ja, komm, öffne die Tür. Okay. Interessiert. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Alter, was ist denn mit ihr passiert? Okay, also sie kämpft dann schon ein bisschen länger da. Metal Gear Solid lässt grüßen. Big Boss. Da Hallo. Sind wir wieder. Nur du und ich. Wow, badass. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Oh, dann betrachten wir doch mal unseren Fund.
So, wir haben Gerechtigkeit. Justice. Und Mond. Gerechtigkeit. Auge um Auge. So, der Chat kann schon mal überlegen, welche Tarotkarte wir spielen wollen. Auf dem Sinne von Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Der Mond. Der Mond. Wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Also was ist, wenn ich jetzt einfach sage nein? Also ich sag mal, ich persönlich hätte meine Entscheidung getroffen, aber... Der Chat entscheidet. Okay, aber wir sind uns schon mal alle einig, wir wollen mehr sehen. Ja, na, das ist ja klar. Ist ja vollkommen klar. Wer oder? Jetzt aus? Wer jetzt aus? Zwischen Justice und the Moon. Justice or the Moon. What is your decision, Chat? Flying to Steve, the moon. Entscheide ruhig. Oh, Stevie. Na denn, also ich nehme... The Moon. Okay. Ich hätte Justice genommen. Aber gut. Ist sie wieder auf Entscheiden? Aber auch nur, weil die Ene so hieß ja. Justice Smith. Von den Schauspielerinnen. Oh. Kopf. Okay. Der kriegt jetzt auch die Spritze da rein. Okay. Krass. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Nein!